15. Mai 2022, heute ist noch ein Pflanztag und wir werden hier in unsere schönen Töpfe, drei Farben, was haben wir hier? Blau, Gelb, Rot, wir haben den roten, ein bisschen nochmal hineinspritzen und jetzt holen wir unser Vlies, geben das hinein, damit hier kein Dreck und Erde Substrat durchgeht. Dann schaut das dann aus und werden hier jetzt Basilikum propagieren. So, wir haben hier schon ein bisschen mehr Basilikum, darum haben wir hier zwei vorbereitet. Was haben wir hier? Basilikum Genovesa. Geprüfte Qualität. So. Ocimum Basilicum, Lichtkeimer, leicht mit Sand bedecken, außer März bis April ins Frühjahr der Töpfe, ab Mai ins Freien auf jeden Garten buchen, unkrautfrei halten und bei Trockenheit gut bessern, sehr hoher Vitamin C Gehalt, zum Tiefgefrieren geeignet, Inhalt für 450 Pflanzen, 5 bis 6, nach 4 bis 17 Tagen, kommen die Pflänzchen, 15 mal 20 Pflanzabstand und 8 bis 10 ist die Ernte. So, jetzt schauen wir mal. Als Drainage nehmen wir unser Perlit, 100% mineralisches Obsidiangestein, Lava. Das geben wir unten hin, dass nichts durchträgt. Und noch als Temperaturausgleich. Braucht man nicht viel, aber hilft viel. Als unser Spezialsubstrat haben wir Perlit mit nährstoffarmen Weißdorf und Kompost. Kommt dann eine Schicht hinein. Ja, richtig. Ganz locker. Kompost ist sehr nährstoffarm. Ah, reicht natürlich. Nährstoffarm ist natürlich der Weißdorf mäßig bis gar nicht zersetzt. Ja, also hat das noch nicht drinnen. Und dank der Mischung mit Perlit, das Wasser hält und auch für Drainage sorgt, je nachdem wie viel oder wenig Wasser vorhanden ist, gibt es ein relativ nährstoffarmes Substrat, wo die Pflanzen gut keimen können. Später düngen wir mit 100% natürlichem Dünger, mit Urtica Dioica. Brennnessel, Maserat. Am besten, was ist da bewährt, wenn es nur 6 bis 8 Stunden steht. Sonst wird das so eine Woche. Nicht zu verwechseln mit gleich oft verwechselnder Gülle aus tierischen Ursprungs ist. So, und da die Lichtkeimer sind, müssen wir das bis nach oben füllen, das ganze Substrat. So. Und dann, bevor der Sand drauf kommt, natürlich die Samen applizieren. So. Wichtig ist auch immer, dass das nicht zu grob ist, das Substrat. So. Einmal, da kommt noch ein bisschen drauf. Und jetzt schauen wir mal, wie viele Samen drinnen sind. Schere. Aber ich nehme an, schon mehrere. Inhalt reicht für 450 Pflanzen. Das ist ganz schön viel. Mal schauen. Leicht andrücken. Also ein Lichtkeimer. So. Heute die kalte Sophie, der letzte. Der 4 respektive 5 Eisheiligen hat wieder deutlich über 30 Grad auf der Terrasse. Das ist sowieso. Ja, das ist eine Portion. 45 Grad heiß. Ja. So, gut, ein bisschen könnte noch herkommen. Vom Basilikum. Und das gut verteilen in beide Töpfe. Das meiste in der Mitte. Und bleibt noch wie hier ein bisschen über. Und in den roten Töpfen das
Basilikum und einen gelben. Den Schnitt auch. Und jetzt mit dem Sand. Für die Lichtkeime. Da kann man das dann noch zeigen, was wir da drin haben. Und tun mal vorsichtig drüber. Ein bisschen Flusssand gewaschen und verteilen. So. Und über den zweiten probieren wir Kokoshuhn. Dann schauen wir mal, welche von den beiden besser gedeihen. Keimen natürlich. Das Ganze ist das Ganze regelmäßig feucht halten, aber nicht nass. So. Ja, ein bisschen müssen wir es noch zudecken hier. Und in der prallen Sonne dürfen die auch nicht liegen, die Samen. Nicht vorteilhaft. Und feines Substrat ist immer von Vorteil. So. Tun wir da den groben rausgeben. Das feinere ersetzen. So. Und jetzt wird das Ganze noch schön eingesprüht. Dann vorne so einen Blatt stellen. Nicht zu heiß, nicht zu kalt. Dann sollten wir nach ein bis zwei Wochen schon erste Resultate sehen. Grundwasser sei Dank, ist das ja relativ leicht. Das Einsprühen die Lichtkeimer. Sonne geht schon weg. Und die Pflanzen kommen bald. Ja. Basilikum angebaut. Basilikum Genovesa. Und jetzt bauen wir noch an. Im großen Topf Zucchini. Kukurzel. Für neun Pflanzen nur. Ui. Cucurbito Pepo, Gartenkürbis. Ab Mai in das Freiland. Der ist heiligen vorbei, da geht das ganz sicher. Da. Das war Basilikum.